Das würde mich interessieren, was für dich den Ausschlag gegeben hat, Maslum einzuladen. Ja, ich bin natürlich schon sehr lange großer Fan. Also ich kenne dich, Maslum, ja schon seit ziemlich vielen Jahren und habe deine Arbeit schon lange verfolgt und fand es sehr spannend, wie du quasi irgendwann hinter den Kulissen zu vor den Kulissen bist und wie diese langsame Transformation stattgefunden hat, im Hintergrund mitzuwirken und jetzt selber die Bühne zu gestalten. Und also erst mit deinen Texten und irgendwann bist du immer weiter ausgeufert von den Texten hin. Hast du angefangen mit Sound zu arbeiten, hast dann auch die Texte und Sound kombiniert, Hörspiele produziert. Genau, eins davon, Papa liebt dich, das bei Deutschlandfunk Kultur lief mit Genau. Text von. Sivan Ben Yeshai. Genau. Ja. Und. Ja, das fand ich halt einfach total spannend, wie du dich eigentlich immer so weiter rausbewegt hast und die ganze Zeit durch neue Formate gegangen bist und irgendwann alles miteinander verbunden hast. Jetzt bist du Regisseur, spielst selber, sprichst, schreibst, machst alles zusammen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich dich genau zum richtigen Moment einladen durfte, nämlich dann, als du jetzt oder jetzt, wo du quasi alles gemeinsam interdisziplinär praktizierst. Und das erste Mal in Deutschland als Premiere, kann man doch schon so sagen, Ja, bei ja, ja, ja. Postkultur, Ja, richtig? total, total. Ja, danke, Peter. Jetzt ich fühle mich total geehrt. Ich muss Ja. gar nichts mehr sagen. Na, dann habe ich ja alles richtig gemacht. Mich würde natürlich interessieren, wie dich eine Einladung aus diesem Kontext, wie du das angegangen bist oder ob das für dich was Besonderes ist, weil es natürlich tatsächlich eigentlich erstmal ein Festival ist, das viele als Musikfestival primär wahrgenommen haben, obwohl es das schon, eigentlich schon Anfang an nicht ist und schon länger explizit nicht ist, aber trotzdem in der Wahrnehmung sehr viel um die Konzerte auch geht und bei dir ja tatsächlich Theater, Konzert, Performance sozusagen auseinanderkommt. Ist das für dich ein besonderer Ort für sowas? Der Ort ist total besonders für mich. Gleichzeitig suche ich genau diese grenzüberschreitenden Erfahrungen, nämlich Text und Klang vor allem im Raum miteinander zu verbinden, eigentlich schon so seit 3 Jahren. Das hat eigentlich angefangen, als ich in Weimar Medienkunst studiert habe und jetzt seit 2 Jahren in Amsterdam einen Theaterstudiengang, einen Theatermaster abgeschlossen habe, das Theater, wo ich nochmal wirklich diese Frage, wie kann eigentlich ein Text nochmal mehr erzählen, was er eigentlich erzählt, durch Musik. Und wie funktioniert diese Suche nach dem Meer, dann vor allem im Raum. Also in Amsterdam habe ich jetzt vor allem auch viel mehr installativ gearbeitet, aber immer wieder mit Musikerin, immer wieder mit Sängerin, immer wieder Schauspielerin und Musikerin zusammengebracht. Weil mich diese Erfahrung weil natürlich auch Text einen ganz anders triggert als Musik. Text manchmal vielleicht wo ein Text manchmal vielleicht ein bisschen mehr im Kopf bleibt oder auch ein bisschen mehr im Gedanken bleibt, kommt die Musik immer wieder rein, in meinen Arbeiten zumindest. Und erzählt noch mal etwas auf einer viel körperlicheren Ebene, auf einer viel intensiveren Ebene. Und so diese Suche weil auch in dem Text, den ich für Popkultur geschrieben habe oder an dem ich gerade arbeite mit einer Schauspielerin, Rivers heißt der, geht es erstmal um eine relativ, es ist ein, es ist eine relativ, ein kalter Erzähler, der sein Leben, der sich entscheidet, sein Leben. Ja, im Grunde, also dieses Motiv, dieses hedonistische Motiv, loszuziehen in die Welt und alles abzubrechen und zieht in eine fremde Stadt und begibt sich an Orte, wo Männer hingehen, die anonymen Sex mit Männern suchen, geht cruisen und es geht gar nicht so stark um die Frage von, es geht gar nicht so stark um die Beschreibung von Sex in diesem Text, sondern eher so um die Frage um das Verhältnis von
Risiko und Gefahr und Sexualität. Und das ist ein relativ, das ist ein so beim Schreiben, als ich die Anfrage bekommen habe von Leila und dem Team, habe ich gemerkt, wow, das ist ein relativ brutaler Erzähler. Und da brauche ich da bietet sich die musikalische Ebene eigentlich perfekt an, um diese Brutalität und auch diese Anonymität, um die es auch ganz stark geht in dem Text, zu durchbrechen, den Kontrast zu setzen. Und habe eine experimentelle Jazzsängerin gefragt, ob sie dazu kommt. Und jetzt proben wir gerade in Amsterdam, und das ist das Experiment. Die Form von Text mit der sich um Sexualität und Körper dreht, mit einer bestimmten Form von Musikalität zu verbinden. Dieser kalte Erzähler, Ja. hast du gewundert, wo der herkommt? Er ist kalt, weil er versucht, die Welt um sich herum zu verstehen und sich selber dabei einredet, möglichst distanziert von allem zu sein. Und dabei selber natürlich auch anfängt, sich von sich selber zu distanzieren. Und weil der Text, wie ich schon meinte, eben, das geht wirklich nicht so stark um Männer haben Sex mit Männern. Das ist der soziale Kosmos. Es geht viel mehr für ihn. Er beschreibt viel mehr, sehr genau mit eben dieser Kälte. Wer sind diese Menschen, die da hingehen? Was machen sie? Wie sehen überhaupt diese Orte aus, an die sie hingehen? Und warum gehen eigentlich heute Menschen noch an Orte? Und warum verlassen heute Menschen eigentlich noch ihr Bett, um Sex in Räumen zu haben, wir leben ja vor allem in den meisten Ländern in Westeuropa, können ja eigentlich queere Menschen ihre Sexualität so ausleben, wie sie wollen. Es gibt eigentlich gar kein Bedürfnis mehr, danach zu cruisen. Kein Bedürfnis, ich meine, man könnte meinen, es gibt keinen Grund. Aber in dieser Beschreibung von Urbanität und Menschen, die diese Räume aufsuchen, versucht er zu verstehen, was es ist, was es Menschen reizt, Grenzen zu überschreiten, sich selber zu überschreiten, wie schwer es auch sein kann, sich mit jemand anderem zu verbinden, und warum Anonymität dafür manchmal sogar hilfreich ist, sich mit anderen zu verbinden. Das Spannende ist ja, dass wir in einem Jahr leben, wo das eigentlich für jeden Menschen plötzlich ein Thema ist. Also genau dieser, mit dem, an welche Orte gehen Menschen, wie mache ich das, wo mache ich es öffentlich, wo mache ich es heimlich, was ist akzeptiert, weil selbst Genau. so ganz profane Handlungen ja plötzlich manchmal tappen im eigenen Umfeld. Also was weiß ich, selbst der einfache Flug in irgendein anderes Land ist heutzutage ein Diskurspunkt. Das Ausgehen in den Club unter Corona-gerechten Bedingungen ist plötzlich ein Diskurspunkt. Also das heißt, auch Leute, die sich viel weniger früher damit auseinandergesetzt haben, reflektieren ja genau die Fragen plötzlich, die man sonst eher in kulturellen oder Regierungen so kennt. Ist das auch was dich an dem Thema reizt, dass es jetzt gerade eigentlich eine Strahlkraft hat in alle gesellschaftlichen Biotope? Total. Ich glaube aber, was mich, ich stimme dir total zu. Ich glaube, jetzt vor allem nach 1,5 Jahren immer mal wieder stattfindenden Lockdowns zumindest kann ich das für mich beschreiben, bin ich und mein näheres soziales Umfeld völlig ausgehungert nach Körperkontakt mit anderen, bei gleichzeitiger Furcht natürlich, oder? So. Ja. Und bei gleichzeitiger Panik, die wir alle haben, jetzt überhaupt jemand Fremdes kennenzulernen. Und es übersteigt natürlich auch den sozialen Kosmos von queeren Orten, die erstmal weniger oder mehr safer Spaces herstellen, damit Menschen Sex haben können, damit Menschen sich lass uns mal nicht über Sex reden, einfach auch überhaupt die Möglichkeit herstellen, Intimität
zu erzeugen. Und diese Suche nach Intimität, ich glaube, ist, glaube ich, eine, die würde ich über die Grenzen des queeren Kosmos, in dem River stattfindet, würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, dass es etwas ist, wonach, was, glaube ich, soziokulturell überschreitend ist, sich wieder zu verbinden und vor allem mit dem Fremden zu verbinden. Ja. Was ich vielleicht interessant fände, auch wenn nicht jeder sich so im Theatermilieu total gut aus unseren beiden Umfeldern Popkultur und kaputt. Die Arbeit als Dramaturg, was du zuerst gemacht hast, und jetzt Regie, Autorentätigkeit, inwieweit ist das eine verschmilzende Entwicklung oder ist das was, wo hierarchische Unterschiede bestehen für dich? Vielleicht kannst du was zu den Verhältnissen der drei Tätigkeitsfelder sagen. Es sind sehr unterschiedliche Bereiche. Also es gibt erstmal gar nicht, ich würde erstmal sagen, es ist gar nicht die klassische, dem, was in Dramaturg, glaube ich, auch jeder, der dramaturgisch arbeitet, für sich selber. Die Form von Dramaturgie, die ich mache, besteht eigentlich darin, zusammen mit AutorInnen, also mit anderen AutorInnen, Stückentwicklungsprojekte zu denken, zu konzeptualisieren, also wirklich Theaterstücke zu das Schreiben eines Theaterstücks zu begleiten, Autoren darin zu begleiten, eine Idee zu finden, sie dann natürlich auch im Schreibprozess zu begleiten, dann sich mit der Regie zu verbinden, zu überlegen. Also da ist man ist da als, ich sehe mich da mehr so als Mentor, der die verschiedenen Facetten einer Theaterproduktion begleitet, mit Distanz, aber immer mit Empathie. Und also ein künstlerischer Mentor würde ich das eher so beschreiben. Und die Arbeit also wenn ich selber Texte schreibe, ja, das ist natürlich eine ganz, da habe ich natürlich meinen eigenen inneren Dramaturgen, aber das ist natürlich eine ganz andere Arbeit, weil es da erstmal um eine Textproduktion geht. Und die Form von Regie, die ich mache, ich bin jetzt weniger, also was ich ja auch am Anfang erklärt habe, ich arbeite mehr also ich mache keine klassische Theaterregie, dass ich SchauspielerInnen auf eine Bühne setze und die dann inszenieren, sondern ich arbeite mehr an, ich inszeniere mehr Räume gemeinsam mit Szenografinnen und PerformerInnen. Und das sind dann meistens eher auch, das sind Installationen, immersive Räume, die bestimmte Formen von Live-Charakter haben, aber wo auch ganz viel unabhängig von der Anwesenheit einer performenden Schauspielerin auch stattfindet, also installative Räume. Und das ist nochmal eine ganz andere Form auch zu denken und auch natürlich zu delegieren. Aber ich bin der Meinung, dass sich alle diese drei Bereiche immer stärker erweitern, Und gegenseitig. sie finden ja auch immer in den gegenseitigen Räumen statt. Also wie zum Ja, Beispiel so, total. selbst wenn man jetzt ein Konzert konzipiert, dann denkt man ja auch genauso dramaturgisch mit. Man könnte sich ja natürlich die Genau. Frage stellen, warum Rivers jetzt bei Popkultur läuft und nicht in einem Theater gezeigt wird. So, und das liegt nicht nur daran, dass ich ein großer Fan bin, sondern dass ich glaube, dass genau diese Aufweichung der Grenzen in dieser Institution findet genau da statt und dort findet genau da statt, dass das einfach gar nicht mehr haltbar ist. Also ich habe auch schon Total. Konzerte in Theatern gespielt, und genauso habe ich auch schon Musik für Theater gemacht. Also Ja. wir experimentieren ja die ganze Zeit mit allen unterschiedlichen künstlerischen Formen in den jeweiligen Formaten, sei es auf der Theaterbühne oder auf der Musikbühne. Und gerade weil du interdisziplinär arbeitest und das auch nicht so streng voneinander trennst, dachte ich mir, könnte man ja das, was du machst, auch als eine Facette von Pop verstehen, die vielleicht einen sehr inhaltlichen Zugang hat, der ja auch manchmal vielleicht in manchen Projekten, sage ich mir, dann nicht so vorhanden ist. Also gerade diese Verbindung von, sage ich mal, differenzierter inhaltlicher Arbeit und die Form oder das Format Musik als eine, die vielleicht viel unmittelbarer ist als Ja. beispielsweise jetzt ein recherchierter Text. Und ich finde jetzt auch gerade in den
in den Proben mit der Sängerin und mit dem Sounddesigner und der Schauspielerin. Ich finde dieses Parasitäre, also dass sich so die Welt der Musik einschreibt in die Textwelt und aber auch gleichzeitig wieder dann natürlich der Text sich versucht mit der Musik zu verbinden. Dieses parasitäre Verhältnis finde ich super spannend. Auch die Frage, was ist überhaupt ein Konzert und wie viel Geschichte kann ein Konzert eigentlich aushalten, vertragen? Ich glaube, sehr viel. Aber da diese Grenzen auch noch mal stärker ein bisschen auszuloten. Weil was wir machen, wird im Grunde, es ist eine Konzertlesung. Und das ist mit, ich finde, es kann gar nicht mehr Pop sein. Ja, ich fand es auch so interessant bei manchen Konzerten, also wie zum Beispiel jetzt so ein Text. Den schreibst du vorher, du recherchierst, du bereitest den vor und da steckt sehr viel Vorarbeit drin, bis man ihn dann auf der Bühne sehen kann. Ich muss nur ganz kurz zu einem Kommentar etwas sagen. Man kann mich leider nicht sehen, weil mein Internet gerade unberechenbar ist. Ich habe mir extra ein schönes Kleid angezogen, es tut mir leid. Ich hoffe, es geht gleich wieder. Genau, aber worauf ich hinaus wollte, war, ein Text wird ja total lange vorbereitet und dann wird der halt irgendwie aufgeführt. So, ich meine, es gibt doch Improvisationen, aber so arbeitest du ja nicht unbedingt. Du hast jetzt schon noch bei Rivers so lange an dem Text gearbeitet. Und es gibt ja genauso Konzerte, wo teilweise halt auch über CDJs nur Vorproduziertes gespielt wird. Also die Technik ist dasselbe. Da wird ewig lang an einem Beat gefeilt und der wird dann abgefeuert und dann wird so Live-Vocals drauf gemacht. Und dass da auch irgendwie so ein bisschen, sag ich mal, die Techniken sich auch total überschneiden. So dieses ewig lange Vorbereiten. Also Live-Musik ist ja auch nicht mehr, also ist ja mittlerweile auch total dehnbar. Also ich habe auch schon live performt mit nur Hardware, alles on the fly, genau, improvisiert, alles kommt aus echten Maschinen, ich sag mal echte Maschinen, damit meine ich Hardware, bis hin zu so alles vorbereitet, ein Laptop, that's it, also und das total wertfrei, aber so eher so von den Techniken und dann vielleicht eher von der Seite her denkend, was zusammenpasst, als jetzt zu sagen so, okay, das ist jetzt irgendwas mit Text, das ist Theater. So. Ja. Es ist ja schon auch faszinierend, dass eigentlich unsere Diskursfäden so feiner geworden sind in den letzten 15, 20 Jahren, aber wir immer noch an Disziplin und an Interdisziplinarität oder an Orten so mit so einem anachronistischen Verhaftung dran sind, dass das tatsächlich so Diskussionspunkte sind, dass man das in so einsteckt oder dass man das, dass hier diese Disziplinen zusammenkommen und gerade in den letzten Monaten haben wir eigentlich bemerkt, wo alle plötzlich im Digitalen gefangen waren, also sprich Streaming, Möglichkeit als einzige Möglichkeit reduziert waren, dass eigentlich alles zusammenkommt. Also man hat beim Haus Sachen gesehen, die waren viel mehr Musikperformance. Man hat war ein Konzert und letztendlich hat man bemerkt, es geht ja eigentlich um die Inhalte und nicht mehr um diese ganzen anderen alten Paradigmendiskussionen. Es ist komisch, dass wir die so mit uns rumschleppen. Ne? Also dass es so ein Ereignis, der Ort gewechselt wird. Ja, und gleichzeitig geht es halt auch gar nicht darum zu sagen, dass es die Grenzen gar nicht gibt. Ne? Oder dass es bestimmte Definition oder dass es bestimmte auch Charakteristika gibt. Also ich will gar nicht sagen, alles ist gleich, so, sondern es geht ja mehr darum, ne? Es geht ja mehr darum, wirklich die Tiefenbohrung dadurch herzustellen, dass man in den Dialog tritt mit anderen Künsten. So, und darum geht es ja um auch das bessere Verstehen der eigenen künstlerischen Praxis, die jetzt bei mir hauptsächlich jetzt gerade im Schreiben liegt. Aber mich permanent damit auseinandersetzen zu müssen, wie man diesen Prozess des Schreibens und auch der, also wie dieser Prozess übertragen werden kann, muss in eine Form von Musikalität. Wie ich das dann, wie ich daran, das ist ja eigentlich, finde ich, das große Potenzial an Interdisziplinarität. Gar nicht zu sagen, alles ist gleichwertig oder alles ist egal, es gibt keine Grenzen. Doch, die gibt es schon, finde ich. Aber da in den Dialog zu treten, das ist eigentlich das Experiment. Und vielleicht auch so die Herausforderung, wie zum Beispiel so, wie übersetzt man einen Text in den Raum? Total, Wie verhält es, dass das funktioniert ja nicht gleich.
Nein, Genau. nein, ja. Da, also darauf bin ich sehr gespannt, wie du das gemacht hast. Also wie wir diese, ich, Ja. oder ich bin gespannt auf diese Übersetzung. Ja, So. ja. Welcher Raum Genau. wird das sein auf dem Gelände? Und gibt es dann spezielles Bühnenbild dann auch? Wer Ja. bislang kommt und ja, vielleicht Ja, dazu? ja, ja. Ich weiß gar nicht jetzt genau, weil ich war noch bisher noch nicht da. Leila, weißt du zufällig, wie genau der Raum Also du ist? bist entweder im Rambazamba Genau. Theater oder in der Probebühne. Eins von Ja. beiden. Aber wir arbeiten mit einem Bühnenbild, weil sich natürlich, also wir versuchen so diese entgrenzende Bewegung, die der Text macht, auch weil er so viel mit dem Bild des Wassers spielt, versuchen wir als gerade oder bauen wir gerade als Bühnenbild nach. Aber mehr will ich gar nicht verraten. Ja, Das heißt, wir nee. werden alle schwimmen gehen. Schwimmen im Rivers. Genau. Aber Vorsicht, ein Fluss scheint manchmal nur sicherer zu sein als ein Meer. Ich bin schwer gespannt, ich freue mich schon total drauf. Ich mich auch, danke.